Ich heiße Christina Haslem. Ich bin klassische Sängerin, also Sopranistin. Und ich bin eigentlich Kunstlehrerin, Kunsterzieherin und habe auch als Kunstlehrerin einige Jahre gearbeitet. Wollte aber noch einiges in meinem Leben ausprobieren und habe deshalb Pause gemacht. Ich habe dann irgendwann angefangen, Straßenmusik zu machen und es hat mir also sehr, sehr gut gefallen, Oper auf der Straße zu singen. Als ich gerade eigentlich so richtig losgelegt habe, kam dann die Corona-Krise. Ich war in Spanien, die Quarantänezeit ging los und ich konnte eigentlich nicht mehr auf der Straße weiter singen. Also ich musste abbrechen. Auch meine Aufträge als Sängerin, die ich hatte, wurden abgesagt. Ja, und das war schon erstmal sehr einschneidend. Wir Künstler sind alle in derselben Lage und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und ich denke, dass wir uns nicht als Konkurrenten sehen sollten, sondern dass wir zusammenarbeiten sollen, dass wir besser zusammen was auf die Beine stellen sollen. Vor kurzem hat Benny mich auf der Straße singen gehört, er hat mich angesprochen und er hat mich gefragt, ob ich vielleicht Teil der Corona-Künstlerhilfe sein möchte. Und heute sind wir deswegen zusammen unterwegs. Es hat riesen Spaß gemacht und die Leute werden weiter aufmerksam auf die Kampagne und ein Teil der Einnahmen wird auch an die Kampagne gespendet.